Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für die 34. Kalenderwoche. Das ist die Woche, die am 21. August beginnt und bis zum 27. August geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und ich bin schon sehr gespannt, lieber Krebs, wie diese Woche für dich so ankommen wird und was die Karten uns zu deiner Woche verraten werden. Schauen wir mal. So. Ich werde auch in dieser Legung das keltische Orakel verwenden. Das keltische Tarot, Entschuldigung. Achso, ja, dann brauchen wir noch eine Karte vom Mondorakel. Und eine erste einleitende Karte für dich, lieber Krebs. Und das ist der Stern. Interessant. Das ist eine sehr schöne Energie, die vor allem auch von Heilung spricht, ne? Also du wirst dich in dieser Woche mental, psychisch und auch körperlich ein bisschen gestärkter fühlen. Aber es geht hier auch um die Welt der Träume, der Visionen und der Zukunft, dass dir deine Träume, deine Herzenswünsche bewusst werden könnten oder sogar sich in, sogar einfach in Erfüllung gehen können. Ja. Bei vielen wird das der Fall sein, auch oder zumindest so in Teilaspekten, sodass euer Traum in greifbare Nähe rückt. In dieser Karte zeigt sich auch Inspiration und eben die Welt der Träume. Du solltest deine Träume in dieser Zeit sehr ernst nehmen, denn in diesen Träumen könnte etwas Wahres für die Zukunft sich verbergen. Und wir schauen mal, lieber Krebs, auf was sich das bei dir bezieht. Interessant, hier haben wir die 5 Kelche. Eine interessante Kombination mit den Sternen, denn es gibt hier auch Aspekte in deinem Leben, die sich für dich entzaubern könnten, die Realitäten, die es jetzt gilt einzusehen, Realitäten, die dich auf den Boden der Tatsachen zurückholen und wodurch du das wahre Wesen des deiner, also in dieser Hinsicht, in diesem Aspekt erkennen wirst. Du wirst hier irgendwie desillusioniert, entzaubert und siehst der Wirklichkeit ins Gesicht, ins Auge. Und erkennst hier eine Wahrheit. Das kann auch eine sehr befreiende Erfahrung sein. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Ausgangssituation in Bezug auf alles, was du danach aufbaust, ne? Weil man dann hier natürlich auf realistischen Einschätzungen alles aufbaut. Und es geht hier um einen Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter ist eine Hofkarte im Luftelement. Hier könnte es sich um Wassermann, Waage oder Zwilling handeln. Aber natürlich könnte dieser Mensch auch ein anderes Sternzeichen haben. Oder diese Karte bezieht sich auf dich, lieber Krebs. Der Ritter der Schwerter ist ein Mensch, der so mitten im Leben steht und sehr viele Ideen hat, sehr viele Ideen entwickelt. Ein Mensch, der im Bereich der Gedanken verhaftet ist.
Und diesem Mensch ist es aber auch wichtig, aus diesen Gedanken, aus diesen ganzen Ideen etwas Praktisches machen zu wollen. Deswegen plant dieser Mensch oft sehr viel und entwirft sich im Vorfeld ein Konzept. Wir schauen uns diese Person mal genauer an. Dieser Mensch ist im Moment sehr auf sich fokussiert, denkt an sich und ist mit der aktuellen Situation, in der sich dieser Mensch befindet, nicht zufrieden und hat irgendwie das Gefühl, ja, dass es alles noch ein bisschen dauern wird, bis er sich selbst in eine Situation bringen kann, in der sein Leben ändert, ne? Nach seinen Vorstellungen, sein Leben so gestaltet, dass er selbst zufrieden ist. Oder sie selbst, ne? Also der Ritter der Schwerter kann sich auch auf eine weibliche Person beziehen. Und irgendwie hat dieser Mensch das Gefühl, irgendwie nicht richtig zu Potte zu kommen, irgendwie nicht richtig etwas zu tun zu können im Moment. Und vielleicht ist dieser Mensch tatsächlich dabei, auf jemanden oder auf eine Information zu warten. Oder darauf zu warten, in einem Warteprozess zu sein, darauf zu warten, irgendwas zu verändern. Denn Veränderung schwebt diesem Menschen vor. Also es könnte wirklich sein, dass dieser Mensch sein komplettes Leben verändern möchte. Alles auf den Kopf stellen möchte. Und vielleicht mit dir zusammen oder du als dieser Mensch. Es hat hier nicht nur allein mit diesen Menschen zu tun, sondern auch einer Gruppe von Personen, die sehr erfüllend und sehr herzlich miteinander umgehen. Also sehr gut möglich eine Familie oder ein Freundeskreis. Es ist mehr als zwei Personen. Es ist ein Freundeskreis. Und irgendwie das, was dieser Mensch für sich hier vorhat, diese Veränderung, hat auch Auswirkungen auf dieses ganze Umfeld. Ich weiß aber nicht, ob dieser Mensch das wirklich so sieht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Es geht hier um Umstrukturierungen, Umwälzungen. Vielleicht wechselt dieser Mensch seinen Beruf oder seinen Wohnort oder seine Wohnung. Oder ändert irgendwas an der eigenen Lebensführung? Eine wirklich spannende Situation, in der vieles passieren kann. Was war denn in der Vergangenheit los? Ein Prinz der Schwerter? Lieber Krebs, entweder warst du der Prinz der Schwerter oder du bist vor kurzem auf eine Person getroffen, die der Prinz der Schwerter, Stäbe ist. Der Prinz der Stäbe ist eine Hofkarte im Element Feuer. Also es könnte sich hier um Schütze, Widder, Löwe handeln. Eine Person, auf jeden Fall, die sehr energisch ist, sehr tatkräftig, sehr engagiert, aber auch etwas Unreifes hat, aber etwas Leichtes dadurch auch, ne? Etwas Unbeholfenes, etwas, ein sehr forscher, direkter Mensch, der auch schnell mal so ins Fettnäpfchen tappt, aber das alles mit Humor sieht und deswegen auch irgendwie, auch bei Fehlern, auch so eine angenehme Stimmung verbreitet. Ein dynamischer Mensch, ein tatkräftiger Mensch. Und irgendwie, dieser Mensch hat etwas, also wenn du diesen Menschen getroffen bist, dann hast du von diesen Menschen etwas gelernt, was für deine Zukunft wichtig ist. Oder dieser, und oder, ne, also es ist, dieser Mensch hat dich auf eine gewisse Idee gebracht oder irgendwas hast du mit diesen Menschen erlebt, wodurch du eine neue Perspektive für deine Zukunft erkannt hast. Vielleicht warst du eben auch dieser Prinz der Stäbe. Eine neue Perspektive und der Ernst. Es hat irgendwie dazu geführt, dass du dich auf dich selbst fokussiert hast. Vielleicht könnten auch beide Karten für dich sprechen. Vielleicht hat das aber auch ein anderer Mensch diese, das sind ja alles
Elemente in Hofkarten in einem anderen Element. Vielleicht gibt es hier einen Menschen, der dich sehr, sehr inspiriert hat und wodurch du auch ein bisschen seine Energie bekommen hast. Es hat aber bei dir letztendlich ausgelöst, dass du dich mehr auf dich selber fokussiert hast. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. In der Kombination mit Feuer und Luft sind wir besonders bei Wassermann, was sich hier im Stern widerspiegelt. Aber könnte auch Schütze sein, aber es könnte wirklich sehr gut sein, dass du einem Wassermann begegnet bist oder aktuell begegnest. Und unabhängig davon, wie euer Verhältnis ist, ob es romantisch, beruflich oder freundschaftliche Natur ist, dieser Mensch hat etwas in dir ausgelöst, ne? Was gut für deine persönliche Weiterentwicklung ist und was dich auch wirklich ganz neue Ideen gebracht hat und noch weiterbringt. Also und irgendwie konntest du dich dadurch von einem alten Problem lösen, von einen negativen Gedanken oder einer Verpflichtung oder einer gesellschaftlichen Konvention oder selbst auferlegten Regel, die dich in deinem Potenzial gehindert hat, die dir schon lange nicht mehr so gut tat und dich irgendwie ja runtergezogen hat. Du konntest dich aus diesem Umstand befreien. Und es könnte sehr gut sein, dass du jetzt klar erkennst, was Wirklichkeit ist, ne? Was so reale Werte sind. Denn du hast dich hier von irgendwie so selbst auferlegten Regeln oder Verpflichtungen, was ich eben auch erzählt habe, Konventionen, gesellschaftlichen Tabus, von einem negativen Gedanken hast du dich hier befreit. Und jetzt guckst du dir die Welt an und überlegst dir womöglich, ja, ich kann auch wirklich ohne diesen Gedanken sehr gut klarkommen. Und das ist auch eine desillusionierende, also irgendwie eine ernüchternde Erfahrung, weil man natürlich dann auch reflektiert, so, warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Oder warum habe ich so lange an diesen Gedanken festgehalten? Wir schauen mal weiter. Ja, die 5 ist wirklich sehr, sehr präsent bei dir, lieber Krebs. Und deswegen glaube ich auch wirklich, dass du der Ritter der Schwerter bist oder eben inspiriert von einer Luftperson, diese Energie verinnerlicht hast. Ja, du hast Ehrgeiz. Du weißt, worum es im Leben wirklich geht. Du weißt auch, was du zu ändern hast. Aber ja, du bist noch in einer Phase, in der du nicht so richtig zum Zug kommst, wo du das alles noch nicht so richtig in Angriff nehmen kannst. Und dafür kann es natürlich verschiedene Gründe haben. Bei den 5 sind es meistens einfach nur äußere Umstände. Äußere Umstände, die du nicht verändern kannst, die dich daran hindern, jetzt sofort zur Tat zu schreiten. Die 5 ist eine Phase, in der man reflektiert, ne? Also in der man auch gewisse Schlussfolgerungen findet und Schlussfolgerungen zieht. Es ist eine Zeit der Planung und ich kann dir hier nur empfehlen, deine Ziele, deine Wünsche sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ich glaube, so ein bisschen wirst du dich mehr auf das Zwischenmenschliche in dieser Phase einlassen und es auch akzeptieren lernen, dass du aktuell jetzt gar nicht so viel bewirken kannst, wie du dir eigentlich wünschst von dir selbst und ja, von dir selbst vor allem. Aber ich glaube, so im zwischenmenschlichen Bereich läuft es in dieser Woche dafür auch umso besser und hier findest du viel Erfüllung, aber da kann ich dir gleich mehr dazu sagen. Hier zeigt sich ein Prinz der Kelche und das ist eine Hofkarte im Wasserelement und du bist ja selbst ein Wasserelement. Diese beiden Energien könnten sehr gut miteinander verknüpft sein, weil wir haben ja zwei Prinzen. Gerade bei Skorpion oder Löwe wäre das der Fall. Aber vielleicht bezieht sich diese Karte auch wieder auf dich. Denn es könnte sein, dass du im Laufe der Woche viel mehr bei dir selber ankommst und wieder Kontakt zu deinem jüngeren Selbst, zu einer kindlichen Seite von dir knüpfst und hier viele Bedürfnisse und Wünsche, die früher auch für dich sehr präsent waren, dir bewusst werden. Wünsche, Ziele,
Talente auch, ne? Talente und Interessen, denen du vielleicht auch schon lange keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt hast. Der Prinz der Kelche ist eben eine sehr junge Person im Wasserelement, eine verträumte Person, eine kreative, musisch begabte Person, eine Person, die offen die eigenen Gefühle ausdrückt, den eigenen Gefühlen nachgeht, eine Person, die auch eben so was Tagträumerisches hat. Und der Prinz ist natürlich eine sehr unreife, eher schon kindliche Energie. Ja, aber diese Phase brauchst du jetzt, um gewisse Erkenntnisse zu machen und den Heilungsprozess anzuregen. Hier soll wirklich etwas aus der Vergangenheit an die Oberfläche drängen. Und vielleicht sind auch Gedanken dabei, die einen bitteren Beigeschmack haben. Aber jetzt nochmal an die Oberfläche drängen, um ja endgültig auszuheilen. Ne? Du bist in einem Reflexionsprozess und solltest dir, lieber Krebs, in dieser Woche Zeit zum Träumen und Erholung gönnen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird dir aber einigermaßen schwer fallen, weil du halt doch viele Ambitionen hast. Die Prinzessin der Schwerter und der Tod. Skorpion, Wassermann, Luftzeichen. Vieles wäre hier möglich. Aber es geht hier auch irgendwie auch natürlich viel um dich, um neue Energie zu bekommen. Keine Sorge, mit dem Tod ist nicht der faktische Tod gemeint, sondern es geht hier mehr um Wiedergeburt und das Loslassen einer alten Situation. Aber mit den 10 Schwertern hast du das ja schon längst getan. Es geht hier mehr um das Neue, sich auf das Neue einzulassen. Und das Neue könnte dir womöglich auch ein bisschen unkonventionell vorkommen und etwas wagemutig und ein bisschen... Ja, dass man eben, weil es unkonventionell ist, auch ein bisschen aneckt. Aber ich spüre hier auch einen starken rebellischen Geist in dir, lieber Krebs. Und dass du hier doch die Sehnsucht danach hast, einen für dich unkonventionellen Weg einzuschlagen und etwas Neues auszuprobieren. Sich auf das Neue einzulassen. Es könnte halt auch sein, ein Talent aus der Vergangenheit, ein Hobby, was du aus den Augen verloren hast, ja, dass das für dich schon fast eine Rebellion gleichkommt, sich diesem Hobby wieder zu widmen. Gerade ist es dann natürlich so, wenn uns das irgendwie verboten wurde, als wir jünger waren oder immer auf negative Reaktionen damit gestoßen sind, dann kann das hier sehr gut sein, aber ich glaube, das würde den Heilungsprozess oder ist es vielleicht sogar das Thema des Heilungsprozesses, es würde den Heilungsprozess positiv beeinflussen, sich auf diese scheinbar unkonventionelle Art der Betätigung einzulassen, ne? Oder Interesse oder ja, andere Wünsche oder Träume. Hier findest du irgendwie einen neuen Umgang, einen neuen Anfang und damit neue Energie für dieses Thema. Ja, das ist hier sehr, sehr schön. Also deine Gefühlswelt, gerade das Zwischenmenschliche. Und die Liebe natürlich sehe ich hier unter einem positiven Stern. Manche von euch könnten sich verlieben in dieser Woche oder neue Verliebtheitsgefühle entwickeln für den eigenen Partner oder Partnerin natürlich. Oder natürlich auch liebevolle neue Gefühle für andere Menschen, die einem sehr nahe stehen, im Freundeskreis, in der Familie und natürlich auch sich selber gegenüber. Sprudelnde neue Liebesenergie, positive Gefühle, ein Gefühl von Frühling, ne, von Wiedererwachen, von Energien, von Freude einfach. Ein sehr, sehr positives Gefühl hier. Ja, und dein Privatleben läuft
unheimlich schön. Hier triffst du auf sehr viel Ehrlichkeit, viel Warmherzigkeit, auf Liebesglück, auf Offenheit. Offene, herzliche Kommunikation. Also in der Liebe, lieber Krebs, könnten in dieser Woche wirklich Träume wahr werden. Also hier ist alles wirklich wunderschön und du findest hier viel Erfüllung und wahres Glück einfach. Ne? Offenheit, Herzlichkeit, auch die Möglichkeit, also du wirst der Situation auch sehr vertrauen, weil du auch spürst, dass du ganz genau weißt, woran du bist. Deine Gefühle sind auch sehr harmonisch, sehr im Einklang und schenken dir viel emotionale Stabilität und Geborgenheit. Und ja, es fällt dir leicht, den anderen oder den anderen Menschen zu vertrauen, weil diese Person es dir leicht machen. Da bekommst du viel Wärme und Herzlichkeit auch wieder zurück. Und ich sehe hier tolle, gesellige Anlässe, die es dir ermöglichen, das Leben ein bisschen leichter zu nehmen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Es könnte wirklich sein, dass du dich in Bezug auf dein soziales Leben wie ein Gewinner fühlst, wie eine Gewinnerin, ne? Auf der Sonnenseite des Lebens, schwelgend und einfach glücklich. Ja, aber ich glaube, beruflich gibt es hier eine doch sehr, sehr wichtige Herausforderung für dich. Und du erwartest, dass das sehr schwer für dich wird. Du erwartest, dass du davor zurückscheuen wirst. Du erwartest auch wirklich, dass dir das nicht leicht fallen wird. Aber zunächst, ich glaube, das ist in dieser Woche tatsächlich noch kein Thema. Die Herausforderungen, die vor dir liegen, sind hier kein Thema. Das kommt erst alles noch. Und es geht hier in dieser Woche vielmehr darum, auch dein Privatleben positiv weiterzuentwickeln. Hier zeigt sich die Prinzessin der Kelche. Es ist halt hier natürlich ein Reifungsprozess vom Prinzen der Kelche zur Prinzessin der Kelche. Wenn du einen Sohn oder eine Tochter hast, wenn du eine Familie hast, kann dieser Prinz und auch natürlich dann die Prinzessin diese Person hier widerspiegeln. Es hängt hier sehr stark davon ab, wie du den Prinz der Kelche einordnest in dein Leben. Ob jetzt diese Karte sich auf dich bezieht oder jemand anderes. Diese Person wird hier eine Weiterentwicklung als Prinzessin der Kelche erfahren. Und es ist dann halt die nächste Stufe, ne? Die Prinzessin der Kelche ist immer noch eine sehr junge Person, aber sie ist so mehr wie eine Jugendliche oder ein Jugendlicher. Und es geht hier um den Ritter der Schwerter, also auch um die Pläne in der Zukunft und das Konzeptionelle. Ja, ich glaube, du baust halt wirklich etwas in deine Überlegungen ein, was mit früher in Zusammenhang steht. Und neue Leidenschaft kommt dann und du bist hier auch wertegeleitet. Du hast Überzeugungen. Du bist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, auch irgendwie möchtest nach deinem, also suchst Wahrheit. Vielleicht hat das hat sicherlich auch mit neuem Wissen zu tun, mit Weiterbildung in irgendeiner Form. Und du suchst hier nach Wahrheiten und möchtest auch voll und ganz nach deinen Überzeugungen handeln. Bist hier sehr werteorientiert. Und das wird dir ein neues Feuer verschaffen, ne? Neuer Antrieb, neue Begeisterung und dann kann es so richtig losgehen. Und es geht hier um den Prinz der Schwerter. Und das ist natürlich auch hier dieser Prinz, dein inneres Kind. Deine Sehnsucht nach Experimenten, Neugier und dieser Neugier zu folgen. Auch in der Gefahr hin mal
leichtsinnig zu sein oder einen Fehler zu machen, einfach ausprobieren und etwas Neues ausprobieren, ja, einfach unvoreingenommen an die Sache heranzugehen, dann danach sehnst du dich und darum geht es hier bei dieser Legung. Ja, das hat hier schon das Potenzial, dass du jetzt anfängst, etwas zu machen, wodurch du dich selbst verwirklichen kannst und mit dir ins Reine kommst, ne? Und mit dir in eine tiefe Harmonie eintrittst, die sich auch sehr positiv auf dein gesamtes soziales Umfeld auswirken wird. Und du fängst hier etwas an, was einen langen Prozess anfängt, ne? Also das hat das Potenzial, dass das langanhaltend ist, dieses Projekt, was du jetzt anstoßt, was dieses Konzept, was du dir erarbeitest, die Überlegungen, wie du deine Zukunft formierst. Ja, spannend. Es ist eine sehr wichtige Reflexionszeit für dich, lieber Krebs. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du hier sehr gut vorankommst, dass du auf diesem Weg sehr positive Erfahrungen machen wirst. Mach den ersten Schritt, ist hier der Hinweis. Ja, mach den ersten Schritt, aber du schaffst das irgendwie auch nicht richtig durch die Tatkraft. Es ist hier diese Begegnung mit etwas, was du lange aus den Augen verloren hast. Und das, wenn du das gefunden hast, dann mach den ersten Schritt, ne? Vielleicht auch mach den ersten Schritt auf diejenige Person zu. Es könnte hier auch darum gehen, dass du jemanden gegenüber dein Herz öffnen möchtest oder jemanden deine Gefühle mitteilen möchtest. Wenn das der Fall sein sollte, solltest du nicht zögern, einen Schritt auf diese andere Person zu tun, denn hier gibt es hier schon echt sehr viel Schönes und Bereicherndes, was du mit dieser Person teilst und du kannst dieser Person vertrauen. Ja, lieber Krebs, ich wünsche dir auf jeden Fall eine angenehme Woche mit vielen schönen Erfahrungen und ja, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.